Ich mag Multiplayer-Gaming an sich ganz gerne. Und darum kommt hier ein Spiel, von dem ihr wahrscheinlich noch nie etwas gehört habt, nämlich Recoil. Mit K, weil das so richtig an die 90er erinnert und cool klingt. Auch mit K. Bei dem Spiel handelt es sich um einen reinen Multiplayer-Shooter, welcher sich an die Competitive-Szene richtet. Und nein, das Spiel ist nicht Free-to-Play. Ein Zitat von den Videospielexperten bei Machinima, welches auf der Steam-Seite zu sehen ist, sagt sogar, dass Recoil an die gute alte Zeit von Quake erinnert. Eine vielversprechende Aussage, wie ich finde. Der dritte Teil der Quake-Reihe bzw. die Gratis-Variante Quake Live gilt bis heute als der beste Shooter, wenn es um Competitive Matches 1 gegen 1 geht. Das Gefühl, wenn man mit einer perfekten Rakete den Feind erwischt oder mit Quad Damage und der Lightning Gun die Gegner wie Butter zerschneidet. Ich kenne keinen einzigen Shooter, der so intensive Zweikämpfe und Deathmatches bietet. Und dass nun dieses Gefühl auf der Basis von einem Shooter, in dem man nach wenigen Schüssen von jeder Waffe direkt stirbt, nachgebaut wurde, ist doch großartig. Yup, Recoil ist genauso wie Quake. Da eine große Spielerzahl von Anfang an essentiell für einen Online-Shooter ist, ohne Spieler keine Spiele, wurde doch sicher dafür gesorgt, dass mit den Trailern ein Hype losgetreten wird und jeder sich das Spiel kaufen möchte, da es vielversprechend und spaßig aussieht, oder? Einer der Trailer versprach, dass Recoil sich von der Masse entfernt und das Shooter-Genre endlich zurück zu den Wurzeln bringt. Mit unkontrollierten Dauerfeuer und Iron Sights. Die haben es dem Mainstream mal so richtig gegeben. Oder ein Dubstep-Trailer, in dem damit angegeben wird, dass man in Recoil nachladen kann. Wahrlich ein Punkt, den man mal ansprechen sollte, ist was Neues. Dass das in die Hose ging, muss ich wohl nicht noch extra betonen. Nachdem wir nun festgestellt haben, dass das Spiel schon vor Release nicht wirklich gut ankam, schauen wir doch erstmal, was Recoil alles gut macht. Es gibt einen Field of View Slider, der bis zu 130 Grad geht. Das ist doppelt so groß wie das Sichtfeld in Call of Duty Ghosts und sorgt nicht nur für mehr Übersicht, sondern lässt das Spieltempo auch schneller wirken. Und man kann lustig in die Arme gucken. Im Ausrüstungsmenü sieht man, dass von Anfang an alle Character-Skins, Waffen und Waffentarnung freigeschaltet sind. Also kein mühseliges Freischalten von Vorteilen und keine unfairen Nachteile für Neueinsteiger. Das ist der größte Vorteil, den Recoil vielen anderen Spielen gegenüber hat. Vielleicht nicht für die Dauermotivation einiger Leute, aber auf jeden Fall für die Ausgeglichenheit online. Und das ist für mich um einiges wichtiger. Da hören die Vorteile allerdings schon auf und beim Gameplay fangen die Problemchen an. Wer mich ein wenig kennt, wird schon ungefähr wissen, was ich mit Problemen meine. Doch die Grundmechaniken an sich funktionieren recht solide. Nicht für das, was es sein möchte, ein Fast-Paced Arena-Shooter, aber für das, was es ist. Rumlaufen, ducken, zielen, schießen, springen, all das klappt recht gut, wenn man auch merkt, dass der Feinschliff ein wenig fehlt. Ansonsten ist es wieder eins dieser Run-and-Gun-Spiele, in dem man mit lauter Hitscan-Waffen rumläuft, in die Iron Sights geht, falls ein Gegner weit weg ist und ohne viel Rückstoß oder Streuung die Gegner abballert, in der Hoffnung, dass man nicht zufällig von der Seite oder von hinten angefallen wird. Das Waffenverhalten ist ein schlechter Scherz. In Recoil ist das Lernen des Recoils vollkommen überflüssig und man muss nicht mehr wirklich den Rückstoß ausgleichen oder mit Feuerpausen darauf reagieren. Sieht das aus, als würde es schwerer bei anhaltendem Dauerfeuer jemanden zu treffen? Sieht das aus, als würde ich hier mit einer Desert Eagle schießen? Sieht die Animation der Waffe beim Schießen so gut aus wie in einigen anderen Spielen? Seht ihr? Ist das nicht toll? Ist es nicht. Mit den Waffen umzugehen braucht keinerlei Übung und zufriedenstellend sieht's auch nicht aus. Und genauso wenig, wie ich mich anstrengen muss, muss ich auch einen Gegner anstrengen, um mich umzubringen. Das Dorf wird betreten. Die Maps, auf denen man spielt, sind allesamt okay und unterscheiden sich vom Aufbau und optisch. Zwar Standard seit fast 20 Jahren, aber das wollte ich als kurzes Lob einwerfen. Selbst wenn Containerlevel, Lagerhallenlevel und kaputte Stadtlevel etc. nun nicht gerade einfallsreich sind. Es funktioniert und ich denke, die Maps hätten auch problemlos in anderen Spielen sein können, ohne dass sie dort super negativ auffallen würden. Mies ist lediglich die Tatsache, dass alle davon viel zu klein sind, um ein ordentliches Match mit bis zu 24 Spielern zuzulassen. Gut, dass man die eh nie zusammenkriegt. Und das war's im Grunde auch schon mit dem Spiel. Ich könnte jetzt noch erwähnen, dass, falls Friendly Fire auf dem Server aktiviert ist, man jedes Teammitglied töten kann und man nie vom Server gekickt wird automatisch oder Minuspunkte kriegt oder irgendwie eine Strafe oder so. Das wird zum Free-for-All, weil wenn einer damit anfängt, macht jeder mit. Spaß. Das Hauptproblem sind nicht die Mechaniken. Die funktionieren zwar nicht hundertprozentig sauber, aber gut genug. Das Hauptproblem ist auch nicht das Balancing, obwohl Sniper so nützlich sind, dass jeder sie auf gewissen Maps und bei wenigen Spielern auf dem Server nutzt. Das Hauptproblem ist auch nicht der Umfang, welcher an sich echt in Ordnung geht für den Preis, zumal Modding-Tools existieren.
Das Hauptproblem ist, dass es halt nichts hat, was es besonders macht. Man kann jeden dieser ganzen Einheitsbrei-Shooter spielen und man wird immer etwas finden, was grundsätzlich anders ist als bei den anderen. Hier ist das nicht so. Und während das vielleicht irgendwo sogar die Besonderheit sein könnte, sehe ich keinen Grund, wieso ich Recall anderen Spielen vorziehen sollte. Die Minoten haben gewonnen. Darüber hinaus sehe ich auch wenig, was an Skill-Based Arena-Shooter erinnert. Aber gut, gehen wir nun davon aus, dass Recall ein waschechter Arena-Shooter ist. Wo ist dann mein Movement, welches ich perfektionieren muss? Wo sind meine Waffen, die ich je nach Situation auswählen muss? Wo ist die Map-Kontrolle, die gerade in Deathmatch die tragende Rolle spielt? Wo sind diese Mindgames, in denen ich den nächsten Move des Gegners vorausahnen muss, um darauf zu reagieren? Übrigens das Spannendste, was Online-Shooter zu bieten haben, aber in vielen Spielen einfach kaum mehr möglich ist. Komplett unabhängig von der Qualität, hat Recall von allen Arena-Shootern am wenigsten Tiefgang. Das ist genau wie Quake. Das Einzige, was mich hier an Quake 1 erinnert, ist vielleicht die Grafik. Ja, lauf mal mit dem MG los. Oh, wow, 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 wow! Penis! Schaut, so ein Riesenarsch will ich nicht einmal sein. Die Idee, einen Shooter zu bauen, der sich an die Spieler richtet, die keinen Bock auf Level-Ups und Unlocks haben und stattdessen pure und faire Action haben wollen, in denen Skill wichtiger ist als irgendwas anderes, ist doch lobenswert. Wenn dann anstatt überteuerten DLCs mit scheiß Premium-Angeboten lieber ein Map-Editor dazukommt, ist das doch der richtige Schritt. Wieso sieht das Spiel dann so aus, wie es aussieht? Call of Duty verkauft sich gut, das weiß ich selbst. Aber die Leute wollen kein Call of Duty, wenn nicht Call of Duty draufsteht. Ich denke, das haben einige Spiele in der Vergangenheit deutlich genug gezeigt. Wieso sollten Competitive-Spieler auf dieses Spiel umsteigen, wenn es genauso aussieht wie alles andere? Wieso sollten Allgemeinspieler auf dieses Spiel umsteigen, wenn COD auf den ersten Blick sogar besser aussieht und mehr bietet? Und somit ist das passiert, was passieren musste. Kaum einer mag das Spiel und obwohl der Release nicht mal lange her ist, spielt es schon kaum eine Socke mehr. Es gibt kein Singleplayer, es gibt keinen Bot-Modus, es gibt genug Shooter, die für einen ähnlichen Preis mehr bieten. Und es gibt kein Mitleid von mir, da doch klar war, dass das passiert. Anstatt euch das Spiel zu kaufen, macht lieber einen Backofen kaputt oder so. Ich wünschte, ich könnte auch bei Machinima arbeiten, um zu sagen, das ist das neue Quake hier. Das ist sowas von Quake 5, das ist so richtig Quake. So yeah. Will ich die Map aus Call of Duty oder die Map aus Call of Duty? Die sieht... Obwohl, die Riverside sieht aus wie aus Nimm Straße. Nein, ich nehme Riverside, weil die sieht aus wie ein Homefront. Ja, das ist COD 2. Oh, das Container-Level des Spiels. Und COD Modern Warfare. Eben, das ist das Problem. Ich muss mir das Spiel 100 Mal kaufen.